und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe mal wieder einige Wochen nicht von mir hören lassen, aber es geht halt immer noch so ein bisschen drunter und drüber bei mir. Ich glaube, das muss ich erst alles wieder so ein bisschen einpendeln, bis da wirklich wieder in gewohnten, regelmäßigen Abständen Videos von mir kommen. Aber ich denke, ihr seht es mir nach und nehmt mir das nicht übel. Gewisse andere Dinge gehen dann eben doch vor. Ja, heute gibt es kein Haul. Ich habe zwar wieder ein bisschen was ich euch zeigen kann, das aber in dem nächsten Video. Jetzt an dieser Stelle wollte ich mal was anderes dazwischen schieben, was jetzt auch schon wieder ein paar Wöchlein her ist. Und zwar habe ich an einer Verlosung teilgenommen von der lieben Kreativwelt. Kennt bestimmt auch der ein oder andere. Sie führt auch einen tollen YouTube-Kanal, wo ich eben auch mitunter gewonnen habe. Worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe. Das Paket steht jetzt schon ein Weilchen hier. Ich habe es auch noch nicht verräumt, weil ich euch den Gewinn einfach mal zeigen wollte. Ich dachte, das ist halt mal was anderes. Und ja, vielleicht findet es der ein oder andere auch interessant oder hat auch daran teilgenommen, wie auch immer. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch ihren Kanal natürlich unten in der Infobox, dass ihr bei ihr auch mal vorbeischauen könnt. Ist auch eine ganz liebe. Und ja, ich will gar nicht groß viel weiter erzählen. Ich zeige euch einfach, was in dem Gewinnerpaket drin war. Ja, da ist es schon. Es ist ein großer Karton. Ich bekomme ihn jetzt so nicht ins Bild. Möchte ich auch nicht unbedingt, weil die Adressen hier noch oben drauf sind. Die habe ich jetzt nicht abgeklebt. Aber ich denke, eigentlich ist ja auch nur interessant und wichtig, was in diesem tollen Paket drin ist. Ich stelle es mal beiseite, dann zeige ich euch mal nach und nach, was da Schönes zu finden ist. So, und zwar, ich muss gucken, wie ich mir das hier hinstelle. Ich öffne mir das mal. Ich habe ja schon reingeschaut und habe mich, wie gesagt, wahnsinnig gefreut. Ich fand das richtig toll. Auch die Menge. Es ist wirklich wahnsinnig viel, was sie da reingepackt hat. Und ja, ganz, ganz tolle Sachen. Jetzt muss ich aber selber mal erst gucken, in welcher Reihenfolge ich euch das zeige. Ich denke mal, wir fangen mal mit der Karte an. Da gab es natürlich ein kleines Kärtchen im Umschlag. Und zwar, total süß, hat sie mir diese niedliche Karte mit reingepackt. Ich glaube, sie ist auch, also bei Instagram hat sie auch ein Profil, kann ich euch auch verlinken, wenn ich dran denke. Und ich bin der Meinung, dass sie die Sachen da sogar schon gezeigt hat. Ja, ja, eine super, super niedliche Karte mit einem ganz, ganz lieben Text drin von der lieben Anni. Ja, freue ich mich sehr drüber. Dazu passend hat sie mir noch ein kleines süßes Goodie mit eingepackt. Auch total niedlich gemacht, eine kleine Box, richtig süß, also auch das funkelt, ja, das, also man sieht es richtig, richtig gut, es funkelt in einer Tour, so, so schön. Ja, und da haben wir hier eine kleine Tasche drin für dich mit einem wunderschönen Badezusatz, sehr, sehr schick. Ja, auch darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich mache die Schleife jetzt mal nicht zu. Ich lege es mal so dabei. So, und dann fangen wir doch einfach mal so an hier. Ach, eine kleine Schuppi war auch noch drin, stimmt. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Seht ihr, die werde ich dann mal so langsam, ja, verspeisen. Richtig niedlich. Ich mag ja diese kleinen Schokis von Milka. So zum Verschenken finde ich die immer super ideal. So, dann haben wir ein paar Goodies bzw. ein paar Geschenke. Gewinnergeschenke vom Action. Und zwar haben wir hier einmal den To-Do-Block. To-Do-Blöcke gehen immer. Ich habe auch, ich mache den jetzt mal hier auf. Ich habe mir damals auch einen gekauft. Ich glaube, das war die erste Fassung, die sie damals bei Action hatten. Der hängt auch immer noch bei mir am Kühlschrank und wird wirklich regelmäßig für Einkaufszettel genutzt. So, habe ich jetzt mal abgemacht. Und der ist, glaube ich, auch nicht so stabil wie der jetzt hier. Die sind ein bisschen anders. Aber so von der Aufmachung her genau so wie die ersten damals. Und es ist halt ordentlich was drin. Also da kann man einige Einkaufszettel und einige wichtige Fakten notieren. Richtig cool. Also geht immer.
Das kann man immer gebrauchen. Dann hat sie noch, auch super schön. Ich habe tatsächlich vor einigen Monaten davor gestanden, überlegt, ob ich sie kaufe und dachte, nee, du kaufst sie nicht, weil du hast genug. Aber die sind halt total cool. Hat sie einmal dieses Pinselset mit reingepackt und ihr seht es hier ja, dieses Glimmer bewegt sich. Richtig cool. Ja, habe ich mich natürlich gefreut, dass ich sie mir nicht selber gekauft habe. Denn jetzt habe ich sie trotzdem. 7 Glitter Brushes. Wunderschön. So, dann haben wir noch vom Action. Muss ich selber mal gucken. Ach, ich glaube, ich nehme es einfach so raus, wie es kommt. Aber auch das ist vom Action, das weiß ich. Und da habe ich mich riesig drüber gefreut. Und zwar geht es hier um diese Buchbox, um diesen Buchkarton. Ich habe nämlich, ja, es leider zu spät mitbekommen, dass es diese bei Action gibt oder gab. Und ich habe keine bekommen, keine einzige. Ich hätte mir gerne einige davon gekauft, um die kreativ zu gestalten. Aber die gibt es auch nicht mehr. Meine Schwester arbeitet ja mittlerweile nun auch beim Action. Und selbst sie ist da nicht mehr rangekommen. Ja, umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, dass in meinem Gewinnerpaket diese Buchbox mit dabei war. Richtig, richtig cool. Ich muss mal gucken, wann ich die gestalte und für was. Ja, dann total niedlich. Geht auch immer eine kleine Packung Taschentücher mit den süßen Lamas drauf. Die sind, glaube ich, sogar vom Teddy. Dann gibt es noch, auch sehr cool, sieht man jetzt auch bei ganz vielen Bastlern, diese Stickrahmen. Ich habe die tatsächlich bisher nicht genutzt oder gekauft, aber jetzt kann ich mich damit auch mal ausprobieren und mal so überlegen, ja, was ich damit anstelle. Dann noch einen Pinsel, den man richtig, richtig toll für Pasten benutzen kann. Ich habe die selber tatsächlich auch vom Teddy und ich glaube von Craftelier und so. Also ich habe verschiedene. Aber ich finde, die kann man auch oder sollte man auch regelmäßig austauschen, denn gerade die Pasten, selbst wenn man die sauber macht, die Pinsel, werden die Pinsel ja trotzdem auf Dauer ein bisschen porös. Und da ist es ganz gut, wenn man da mal ein paar zum Wechseln hat. Dann hat sie noch ein 3D Foam Tape mit dazu gepackt, was auch immer geht, muss man immer da haben. Und ich finde wirklich, dass das vom Action kann sich schon sehen lassen. Also da gibt es jetzt nichts dran zu meckern. Das kann man wirklich gut benutzen. So, dann habe ich noch einen Block vom Action mit dabei gehabt. Den kennen wir alle. Und ich glaube, das ist, ja, es müsste auch die alte Version sein. Bin mir jetzt ein bisschen unsicher. So, mein Licht ist hier heute auch so schlecht. Ja, der Aquarellblock vom Action. Der war ja schon immer super gehypt und kann man eben halt für so viele verschiedene Dinge nutzen beim Basteln. Und von daher geht der halt auch immer. Und darüber freut man sich auch. So, was habe ich noch Schönes hier drin? Hier ist noch ein Action-Produkt. Die habe ich tatsächlich selber auch schon. Und zwar diese Cardboard-Text. Da sind auch wirklich 60 Stück drin. Ja, 3x20 Stück. Einmal in Weiß, Kraftfarben und Schwarz. Ich habe sie, wie gesagt, schon, finde das aber überhaupt nicht schlimm, weil die kann man wirklich immer und überall verwenden. Ja, und wenn es wirklich mal ein bisschen schneller gehen muss und man nicht selber alles ausstanzen möchte, die kann man halt auch wirklich wunderschön gestalten und für so viele verschiedene Dinge nutzen. Ja, von daher auch ein tolles Produkt zum Verschenken. So, dann hat mir die Gute noch ein paar Foam Strips mit eingepackt. Die benutze ich auch persönlich. Ich habe sie nur von, ich glaube, ich habe mir die bei Amazon mal im Großpack gekauft. Aber diese Strips gehen halt immer. Also die sind richtig toll. A, sind die, sieht man das? Wartet mal. Jetzt sieht man ganz gut, ne? A, sind die halt schön schmal von der Breite her. Und es sind, wie gesagt, komplette Streifen. 2 mm dick. Und gerade so für größere Projekte oder größere Stempelabdrücke und so. Oder für... Besonders gerne nutze ich die für Schriftzüge, wenn ich die erhöht aufsetzen möchte. Ja, richtig cool. Jetzt muss ich mal gucken. Das war ja der Hauptgewinn. Dann haben wir hier noch ein kleines süßes Goodie mit drin. Ein kleiner Anhänger mit Danke dran und einem kleinen Engelchen. Auch süß.
Super niedlich. So, ach, hier habe ich noch ein Naschi. Ein kleines Naschi. Ja, dann, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe, also richtig doll, weil das auch zwei Produkte sind, die ich super gerne nutze, von Kreativbund, hat sie einmal das doppelseitige Klebeband reingepackt in 6 mm Breite. Da sind sage und schreibe 50 Meter drauf. Ich liebe dieses Klebeband, ich benutze das tatsächlich auch. Und bestes Produkt ever, also da muss ich oder möchte ich mich nochmal ganz herzlich für bedanken. Darauf freue ich mich riesig drüber. Das ist mein absolutes Must-Have in meinem Bastelbereich, was ich immer nutze, egal was. Ich habe auch verschiedene andere, aber der weicht nie von meiner Seite, und zwar ist das der Art Glitter Glue. Ich denke, viele Bastler wissen, wovon ich rede, und pflichten mir da auch bei. Dieser Kleber ist einfach bombastisch. Der zieht super schnell an, ist manchmal nicht so gut in gewissen Situationen. Da nutze ich dann aber tatsächlich mittlerweile auch mal anderen Kleber, wenn ich weiß, dass ich da vielleicht ein bisschen dran rütteln muss oder noch verschieben muss. Aber ansonsten, ja, es kommt nichts an den Art Glitter Glue. Für mich persönlich nicht. Kann jeder seine eigene persönliche Meinung zu haben, aber für mich kommt da nichts anderes ran. So, und dann war der Hauptpreis ein Gutschein vom Action im Wert von 15 Euro. Habe ich noch nicht eingelöst. Muss ich dazu sagen, konnte ich leider noch nicht. Ich bin seit 6 Wochen ohne PKW. Es gestaltet sich ein bisschen schwieriger, sich einen neuen PKW zu kaufen bzw. zu finden. Ja, es gibt viele auf dem Markt, aber man hat ja doch so gewisse Ansprüche bzw. Dinge, worauf man achtet. Ja, und dann ist es doch ein bisschen schwieriger, und somit komme ich leider nicht so leicht zum Action. Aber es ist jetzt nicht ganz so tragisch. Es ist ja nicht so, dass wir Bastler nichts zu Hause haben. Und ja, notfalls bringt es mir meine Schwester mit. Ja, aber so hält der Gutschein noch eine Weile durch. Mal gucken, wann ich den einlöse. Und ich werde dann der lieben Anni natürlich auch zeigen, was ich mir davon gegönnt habe. Und euch dann natürlich auch. Ja, das war es aber schon zu diesem Video. Ich möchte mich nochmal an dieser Stelle ganz herzlich bei der lieben Anni bedanken für dieses super, super schöne Gewinnerpaket. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut und werde das dann jetzt auch verräumen. Und ja, wie gesagt, schaut mal bei ihr vorbei. Ich verlinke sie unten in der Infobox mit Instagram und YouTube. Und ja, ich denke auch, sie freut sich über jeden weiteren Follower und wird bestimmt auch wieder irgendwann mal ein Gewinnspiel machen. Ich selbstverständlich auch. Ihr Lieben, wir verbleiben erstmal so. Ich melde mich auf jeden Fall in den kommenden Tagen wieder bei euch mit meinem Haul. Ich habe ein bisschen was geshoppt, was ich euch noch zeigen möchte. Ansonsten sollte es nicht mehr vor Ostern klappen, wünsche ich euch an dieser Stelle ein super schönes Osterfest mit all euren Lieben. Genießt die Zeit. Ich hoffe, das Wetter wird bis dahin noch ein bisschen besser, damit man auch wirklich draußen, ja, die kleinen Eierchen suchen gehen kann mit den Kindern oder wie auch immer. Und ja, wie gesagt, genießt einfach die Zeit, genießt die Ferien. Also wir haben 14 Tage Ferien hier in Brandenburg. Und ja, wir hören und sehen uns auf jeden Fall. Ich freue mich über jedes Kommentar, über jeden Daumen, den ihr mir da lassen wollt. Und wenn Fragen sind, fragt. Ja, ich ja, bin für jedes Kommentar und für jede Frage offen. Bis dahin, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Eure Crazy Craft. Tschüss.